Der Schweizer Wochenrückblick. Heute verrauchte Werbung. Ziggis bleiben erlaubt. Verweiblichte Hooligans. Frauenquote gefordert. Verwanzte Schweiz. Bund bekämpft Holzbock. An der EM nimmt für die Schweiz eine reine Männermannschaft teil. Jetzt fordern Schweizer Frauenrechtlerinnen die Gleichstellung. Frauenquote in der Nazi. Ich hatte sehr viel Wut in mir. Ich glaube schon, dass ich immer noch irgendwo einen Zorn habe. Wut ist auf jeden Fall da. Also es ist wahnsinnig, dass nichts passiert ist. Das macht mich hässig. Uns ist das eigentlich Wurst. Also. Weil Männer noch immer sagen, Frauenfußball sei weibisch, wollen weibliche Hooligans die Frauenquote an der EM mit Gewalt durchsetzen. Tanja Stinkwut. Heute ist ein denkwürdiger Tag. Und das finde ich gefährlich. Wir sind ja einiges gewohnt bei den Hooligans, oder? Wenn du den falschen Anlass hast, kommst du auch nicht fressen über. Aber bei den weiblichen Hooligans, bei den Hooliganas, viel schlimmer. Die reissen den Schal schon ab, weil er modisch nicht in sich. Das sind richtige Fashion Nazis. Die Schweizer Frauen verbrennen Panini-Alben, weil nur Männer drin sind. Und immer mehr weibliche Hooligans nehmen an Kämpfen mit männlichen Fans teil. Dass es das mal einen Teilnehmerinnenrekord hat gegeben, zeigt ja, dass sie mit ihrem Konzept recht haben. Ich bin sehr gespannt wegen schon Mentalitätsunterschieden und Mentalitätskonflikten. Es ist alles auf unserer Seite. Der Bessere gewinnt. Die Frauengewalt wird allgemein als gefährlicher Rückschritt kritisiert. Frauen, die derart rückschrittlich sind, könnten eine Überraschung erleben. Man ist überrascht, wie schön sie sind. Und gross auch. Die eine hat mich ginkert, die andere hat mich kratzt. Und die dort hat, wo ich schon am Boden gelegen bin, mir noch einen Gink gegeben mit diesem Schuh und gesagt, das sei jetzt eben ein Freistoß. Von dem habe ich voll gewonnen. 10 Tage vorher fangen sie an trainieren, kumpen auf im Nest und machen da Kabriolen und so. Das Parlament hat ein Werbeverbot für Tabak abgelehnt. Die Zigarettenindustrie darf also weiterhin in den Medien werben. Wir unterbrechen für eine wichtige Nachricht unser Sponsors. In aller Behaglichkeit. Eine Güldenring ist goldrichtig. Angenehm, mild und doch würzig. Na, schmeckt's? Der Abstimmungskampf zum neuen Nachrichtendienstgesetz ist eröffnet. Die Schweiz soll verwanzt werden. Die Spionage setzt auf neue Abhörtaktiken. Was ich vor allem nun mag, sind strenge Verhöre. Andererseits bekämpft der Bund Wanzen. Er ruft die Bevölkerung zur Mithilfe im Kampf gegen den asiatischen Laubbockkäfer auf. Wer den Käfer sieht, soll ihn einfangen und der nächsten Polizeistelle melden. Polizeihauptwache Schneider. Das Wallis hat erst versucht, den Käfer zu vergrämen, damit er sich von den Menschen fernhält. Es sind in unmittelbarer Nähe auch Wohngebiete und von dem her stört es uns natürlich massiv. Und hat den Holzbock nun zum Abschuss freigegeben. Die Walliser Jäger müssen aber darauf achten, nicht den Bock abzuschießen. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Poststellenschließungen gehen unvermindert weiter. Auf Beschluss des Parlaments muss der Bundesrat nun das offizielle EU-Beitrittsgesuch zurückziehen. Wir sind nun live mit Brüssel verbunden. Es ist 24 Jahre her, seit wir euch das Beitrittsgesuch geschickt haben. Habt ihr es überhaupt noch? Ja, den Gesuch habe ich soeben gefunden, lag auf dem Pedenzenberg gleich unter das Gesuch von La Turquie, von Türkei. Aber den Format A4, das ist nicht EU-Norm. Hätten wir gar nicht behandeln können wegen Formfehler. Und ich m'excuse, wir können nicht zurückschicken, weil ihr habt vergessen, frankiert Rückantwort Couvert. Typisch sparsam, typisch schweizerisch. Genauso wie ihr spielt beim Championat d'Europe, bei Fußball-Europameisterschaft. Unterdessen nimmt die Heftigkeit der Angriffe der weiblichen Hooligans weiter zu. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und auch noch den Angriff stören will, also verlangsamen und so weiter, dann braucht es einen Beschluss des Bundesrates. Risiko null existiert nicht. Plötzlich stehen 11 Frauen vor mir und ich frage noch, seid ihr eine Mannschaft? Das hat sie so provoziert, dass sie gerade ein Spiel gespielt haben mit mir als Bölle. So macht Fußball wirklich keinen Spaß. Dazu nehme ich keine Stellung. Fertig, Schluss.
brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should.